Von wegen, geht aufs Klo, sich erstmal eine Flasche Bier, also wie das anhört. Bin wieder da. Hast du eine Bierpulle geholt oder was? Nee, hier Spezi. Es hört sich alles an, als hätte man eine Flasche Bier aus der Flasche gezogen. Hey, Spezi sind auch ganz normal wie ein Bierkasten, nur dass die halt ich hier kenn die. In. Ich kenne die ja, beim Kaufland gibt es die dann meistens auch so. Nun, ich finde das immer cool, wenn du das in der Firma auspackst und der Chef guckt den an und dann trinkst du gemütlich deine Spezi, habe ich. Muss das Etikett wegmachen. Mach ich aber nur schlafen. Weißt du mal ein Wasser auf und dann nehme ich es mit auf Arbeit. Oh, wer ist denn hier müde? Ja. Ist das wieder jeder gegen jeden? Ja. Hä? Ja. Wieder mit Karabiner? Keine Ahnung. Wenn das wieder Karabiner ist, bleib ich in der Ecke sitzen wollen. Ja. Ist doch nicht wahr. Kippst du wieder rum? Oh, so. Ja, ich hab das ja nicht erstellt. Ich treffe den nicht, ne? Ich schieße auf Herzhaft? Den. Aua! Wow. Herzhaft? Herzhaft? Der eine Explosion. Jetzt fängt der schon wieder. Jetzt fängt der hier Orbitalkanone an oder was? So wie das sich anhört. Es explodiert einfach nur mal alles. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich schau das jetzt da hinten auf dem Fahrzeug. Ach, das ist doch der. Nur umgehen aus dort hinten. Und da ist keiner Sorge, das ist ein Rico. Hier, wartet mal. Stopp. Wieso gibt's hier ein Heli? Kamerabums. Ey, ist mal wirklich dein Rico mit dem schwulen Heli? Ja, deswegen, ja, scheiß Cheater hier. Ach, jetzt doch. Jetzt brauchen wir doch sich wieder nirgendwo verstecken. Was ist das für ein Level? Ja, frag ich mich auch gerade. Da steht das. Da steht das blonde Miststück. Hinten hinter der Wand. Mit dem blonden Miststück hast du jetzt aber nicht gemeint, oder? Ich weiß nicht, was sonst noch blond hier rumrennt. Erwischt. Und das ohne Auto-Aim. Ironischerweise, der Markus und der Enrico sagen jetzt gar nichts mehr. Ja, weiß ich nicht, warum die nicht sagen. Die sind so konzentriert. Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, warum Enrico nicht sagt. Ach Mann, ja, dann fall halt runter. Genau, so geht's gut. Ach, da geht's hoch. Ernsthaft? Du kannst durch die scheiß Mauer durchschießen? Ach, der Heli ist ja Schwachsinn. Ja, der ist ein bisschen High Power. Da oben ist er schon wieder. Miss! Vergiss es.
Ja, das ist jetzt ein bisschen taktischer. Huch. Jawohl. Oh, wieso treffe ich einen Markus nie? Das kotzt mich an langsam. Scheiße, ich hatte nichts mehr erleben. Das ist jetzt definitiv um einiges taktischer hier, das Ding. Mist. Eine Ruhe hier drüber? Ja. Tja, so kann es manchmal sein. Was hast du hinter mir? Mist. Och, geh mir. Geh doch darüber. Ja, also die Map kommt auch definitiv raus, die ist nicht schick. Ach, meinst du nicht? Ich finde die eigentlich ganz okay. Ich finde ja, das ist aber, da brauchst du ja wirklich schon mindestens 10 Spieler, damit das hier Sinn macht. Ja. Jetzt war ich so abgelenkt. Endlich hat's Morgus. Also die Map muss wirklich sagen, ist etwas langweilig. Wenn du hier in dem Aim bleibst und die anderen reinrennen müssen, haben die anderen keine Chance. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich hier eine reine Team-Map. Da brauchst du schon wirklich 10 Spieler, 5 gegen 5 mindestens für, damit das hier irgendwie ein bisschen... Du Hund! Stehst mit Granaten vor der Tür! Das ist nicht wahr. Nicht gut, aber gut. Auf dem Dach chillt er rum und dann fällt er einfach rum. Nein, ach Mann. Moritz, was war denn das jetzt? Na, ich will da hochklettern, aber der springt immer drüber, statt einfach nur drauf zu klettern. Jetzt. Oh, verdammt! Hab ich einen Sven. Ja, jetzt hast du mich mal kurzzeitig an. Ich hab dich geswendt. Ach, geht mir das.
Hau ab von mir. Alter, voll verzogen mit. Ding. Mist. Enrico macht das vorne immer schlecht, ne? Er hat sich jetzt gerade erledigt. Das Problem, wenn man spawnt und an dem anderen wieder am Rücken spawnt und der eine guckt nach vorne, die ganze Zeit reagiert dann irgendwie, was vorne passiert und sieht das, was hinten passiert, nicht. Nein! So zum Beispiel? Ja. Genau so. Schade, fast. Weiter, naja, immerhin. Ich habe das wieder schon nur auf dieselbe Seite gespawnt, Bube. So, jetzt bin ich mal kurz auf Klo. Abgelehnt. Kevin, dir wünsche ich Durchfall und kein Scheißpapier. Ohne Scheiß. Dir wünsche ich, dass dort dein Nutella ausgeht. Ich esse kein Nutella. Dass dir die Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Das ist nicht schlimm, da kann ich mir wenigstens von der Palme beten, du fetzt. Ach Gott. Ja, Enrico macht ihn ja nackig, ne? Ohne Scheiß. Ja, der ist der ruhige, und, aber der macht ziemlich unauffällig. Ja? Stimmt wohl. Oh.